Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Göttin. Ja, nachdem wir in der letzten Folge so super unerfolgreich durch die Fallen durchgelaufen sind, erstmal kurz gucken, ein Weg voller Fallen. Nachdem ich den linken Arm der Statue aus dem Truhe genommen habe, sind hinter mir überall Fallen erschienen. Es scheint mir einen schmalen Durchgang zu geben. Ich muss meine ganze Geschicklichkeit aufbringen, damit ich unbeschadet hier durchkomme. Ja. Ist aber nicht abgeschlossen worden. Egal. Vielleicht wird es abgeschlossen, sobald wir wieder hochgehen. Aber ja, ich wollte gucken. Mysteriöser Fund. Fehlt nur noch der Schwanz. Okay, schwarze Amazonen, ganz viele. Mein Atem geht ruhig. Feyatara Gra. Saranar Ayola. Feyatara Gra. Waffen wir mal neu. So. Und dann kämpfen wir gegen Amazonen. Ja. Okay, die hauen hart rein. Candidus. Okay, du solltest mal eine Klingenwand und eine Windmühle anmachen. Wir haben schon mal ein Schriftstück erhalten. Weil die Amazonen wollten wohl hier unten durchfliehen. Arquatus. Die Eizeption. Na klar. So, mal gucken, was steht in dem Schriftstück. Aufzeichnung des Geron Weisenfels Ferdok im Jahre 261, Bosporans Fall. Eine gar seltsame Geschichte konnte ich neulich in einer Taverne in Ferdok lauschen. Es war eine Gruppe von Männern anscheinend aus der Umgebung, die sich angeregt unterhielt. Sie hatten alle schon dem Alkohol tüchtig zugesprochen und versuchten sich gegenseitig mit fantastischen Erlebnissen zu übertreffen. Etwa erst abseits von ihnen saß ein alter Mann, wohl an die 70 Götterläufe alt. Er rauchte gemütlich an seiner Pfeife, tank gelegentlich von dem hellen Ferdocker, das vor ihm stand, und hörte den Erzählern aufmerksam zu. Irgendwann wurde es ihm wohl zu viel. Die anderen versuchten sich gegenseitig mit ihren tolleren Lügengeschichten zu übertreffen. Ob die Geschichte wahr ist, vermag ich nicht zu sagen, wenn auch einiges daran mich an Aufzeichnungen erinnerte, die ich im Kuslicker Tempel einmal gesehen hatte. Es ist jetzt wohl schon an die 40 Götterläufe her. Ich war noch ein junger Mann und die Abenteuerlust hatte mich gepackt. Im Ferdok traf ich dann auf einige Gleichgesinnte. Zusammen machten wir uns auf den Weg. Wir waren zu viert. Der olle Rufus Baumhang, angeblich ein Barde,
Tabat Kohlenbrenner, ehemaliger Hafenarbeiter aus Agbar. Und Boraxo des Lagorasch, ein Zwerg, wie ihr euch bei seinem Namen wohl denken könnt. Ich erinnere mich nur noch sehr gut an sie. Schließlich verbrachten wir einige Jahre miteinander. Rufus war immer auf der Suche nach der perfekten Ballade, die ihn in ganz Aventurien bekannt machen sollte. Leider wurde nichts daraus. Er fiel einer Orkbande zum Opfer, auf die wir einige Jahre später trafen. Aber ich komme vom Thema ab. Zurück zu meiner Geschichte. Wir machten uns vom Pferdog auf den Weg in Richtung Blutberge. Borax hatte uns von einem Schatz erzählt, der dort angeblich irgendwo zu finden sei. Jung und unerfahren, wie wir damals waren, verschwendeten wir keinen Gedanken daran, dass Borax gar nicht wusste, wo der Schatz genau zu finden sei. Er hoffte, sich von einer Hexe weitere Auskünfte zu bekommen. Auf die Idee, uns zu fragen, warum sie das tun sollte, kamen wir in unserer Dummheit natürlich nicht. Um es kurz zu machen, wir kamen gar nicht bis zur Hexe. Am Rand des Dunkelwaldes stießen wir auf einen Reisenden, der gerade von ein paar Goblins überfallen wurde. Diese Gelegenheit kam uns gerade recht, konnten wir doch endlich zeigen, wie stark und tapfer wir waren. Ja, ja, lacht ruhig. Heute weiß ich es natürlich besser als aber damals. Wie ich schon sagte, dumm und unerfahren und leichtsinnig, das waren wir alle. Aber das wollten wir damals natürlich nicht wahrhaben. Vermutlich hatten wir einfach nur Glück. Laut Schreien stürzten wir uns mit gezogenen Waffen auf die Rotpelze. Unser plötzliches Auftauchen muss für die Rotpelze wohl sehr unerwartet gewesen sein. Jedenfalls ließen sie vor dem Mann ab und drehen sich zu uns um, um daraufhin die Flucht zu ergreifen. Boras verfolgte sie noch, gab es dann aber auf, da er wohl eingesehen hatte, dass er sie nicht einholen konnte. Ein paar zwergische Flüche ausstoßen, kam er zu uns zurück. Der Angegriffene war in der Zwischenzeit zu uns gekommen und sich bei uns zu bedanken. Er stellte sich als Medwin von Glitwick vor, ein Albernier also. Er erzählte uns, dass er gerade aus Nadoret käme und nach Talon wollte und die Gefahr der Reise wohl unterschätzt hätte. Ich weiß nicht mehr, wer von uns auf die Idee kam, aber jedenfalls boten wir ihn an, ihn nach Talon zu begleiten, gegen eine angemessene Bezahlung natürlich. Boraks Schatz würde uns bestimmt nicht weglaufen und außerdem haben wir dadurch die Möglichkeit, den berühmten Taloner Apfelwein zu kosten. Ein helles Pferdocker ist mir allerdings tausendmal lieber, sage ich euch. Die folgenden Tage verliefen recht ereignislos. Mir war nur aufgefallen, dass unser neuer Begleiter ein besonderes Augenmerk auf seine Tasche hatte. Ich fragte mich, ob er darin vielleicht etwas besonders Wertvolles aufbewahrte. Am nächsten Abend löste sich das Rätsel. Ich sah, wie er ein altes, abgegriffenes Büchlein daraus hervorholte und darin zu lesen begann. Dabei murmelte er immer wieder in einer mir unbekannten Sprache vor sich hin. Ich sprach ihn auf das Buch an, aber er meinte nur, es handelte sich nur um ein paar unwichtige Aufzeichnungen. Natürlich habe ich ihm kein Wort geglaubt. Es war dann auch am nächsten Tag. Medwin von Gwiddig blieb plötzlich stehen. »Hier müssen wir abbiegen«, sagte er. »Das ist aber nicht der Weg nach Talon«, widersprach ich. »Ja, das heißt, nein, nicht direkt nach Talon, da habe ich mich wohl etwas ungenau ausgedrückt.« Ich konnte sehen, wie Borax wütend wurde und schon die Hand an seiner Axt hatte. Bevor er etwas Unbedachtes tun konnte, forderte ich Medwin auf, sich doch bitteschön jetzt genau auszudrücken. Was er dann auch tat, er war auf der Suche nach einem Adamanten. Nicht irgendein Adamant, oh nein, es sollte sich dabei um das sogenannte Auge der Göttin handeln. So groß wie eine Männerfaust sollte er sein und außerdem auch noch magische Kräfte besitzen. Der Fundort sollte sich hier ganz in der Nähe befinden. Nicht offensichtlich, sondern gut versteckt und nur mit einem magischen Schlüssel zu öffnen. Bei der Erwähnung des Adamanten sah ich schon die Dukaten in Boraks Augen blitzen. Rufus sah wohl eher die Gelegenheit, an Stoff für seine Ballade zu kommen und auch Tabat machte sich wohl schon Gedanken darüber, wie er das viele Geld ausgeben würde. Dass wir für den Diamanten bekommen würden. Damit war alles abgemacht. Wir folgten Medwin durch den Wald. Er blieb immer wieder stehen und schaute dann wieder in das kleine Buch. Ich hatte den Eindruck, dass es eine Wegbeschreibung enthielt. Nach einiger Zeit erreichten wir eine Felswand. Hier muss es sein, sagte Medwin. Worauf wartet ihr dann noch? Öffnete endlich das Tor. Ganz offensichtlich konnte Borg seine ausgeprägte Gier nach Gold nicht mehr beherrschen. Medwin griff in seine Tasche und holte einen Gegenstand heraus, der sorgfältig in Tücher verpackt war. Er entfernte die Tücher und zum Vorschein kam eine kleine Statuette.
Das Besondere an ihr war, dass sie eine Echsenmensch, einem Echsenmenschen, wie sie im Süden des Selimer Sümpfe leben sollten, darstellte. Aha. Also da ist das Geheimnis der Statuette. Er nahm die Statuette und presste sie gegen die Felswand. Plötzlich wurde es dunkel um uns, leichter Schwindel ergriff mich und ich hatte das Gefühl, als ob ich kopfüber durch die Luft fiel und dann war es plötzlich vorbei. Ich stand in einer Höhle. Medwin und Borax waren schon ein Stück weitergegangen und sahen sich um. Ich war gerade einen Schritt auf sie zugegangen, als auch schon Tabard und Rumpfus hinter mir erschienen. Ich will euch nicht mit unserem Weg durch die Höhle langweilen. Überall waren Fallen, die wir dank Tabards Fexenkünsten umgehen konnten oder entschärfen konnten. Dann kamen noch Spinnen, Amöben und Gruftasseln, die sich uns in den Weg stellten. Und da war es endlich soweit. Wir standen in einer großen Kammer. Erschöpft und verwundet blickten wir uns um. Und dann sahen wir sie. Eine große Statue, die eine Frau darstellte. In ihren Händen hielt sie den Abamantenen. Er war sogar noch größer, als Medwin gesagt hatte. Von ihm ging ein gleißendes Licht aus, hell wie die Priusscheibe zur Mittagsstunde. Ehrfürchtig näherten wir uns der Statue. Sie müsste eine Göttin darstellen, das war mir klar, aber welche? Es war ganz eindeutig nicht Rondra, Raya oder Zar. Handelte es sich vielleicht um Travia? Aber nein, dafür war die Statue zu wenig mütterlich. Blieben Perrin und Hesinde, am ehesten noch letztere, aber doch nicht so wie die Darstellung der Göttin in den Tempeln. Um wen mochte es sich nur handeln? Okay, damit haben wir hier die Amazonen. Und sind entledigt. Und ja, das hier kennen wir. Tote Smaragdschmiede und der rote Schlechter, der liegt immer noch hier. Noch kein bisschen verwesen. Also ja, uns weht immer noch der letzte Teil der Statue. Machen wir hier einen Quicksave, sicher ist sicher. Ich weiß nämlich nicht, wann das Spiel schon wieder vorhat abzustürzen. Hier im Hesinde-Tempel passiert das ja gerne mal. Der Weg voller Fallen ist abgeschlossen. Es ist geschafft, ich habe die Fallen hinter mir gelassen. Sind die jetzt weg? Nein, die sind immer noch da. Okay. Der Flimflam ist abgeklungen. So. Wir sind hier runtergekommen, also gehen wir hier als nächstes lang. Ist das nur eine schwarze Amazone? Zwei. Oh, wieder ein halbes Dutzend. Ai. Mandaya Ioi Banda. Meint ihr? Alles klar. Kann die durch. Oh.
Ich versuche mein Bestes. Morgrim versucht, die mal umzuwerfen. Das hilft vielleicht. Furax. Ein Zwerg, ein Wort.